Ölkrise im Supermarkt. Wer gerade braten oder frittieren will, guckt ins Leere. Pflanzenöl ist durch den Ukraine-Krieg zur Hamsterware geworden. Doch auch in Deutschland werden Ölpflanzen angebaut. Die Landfarm Hohenstein produziert zum Beispiel Mais, Raps und Sonnenblumen. Aus einem Kilo Sonnenblumensamen werden dann 300 Milliliter feinstes Öl. Das ist unser Ernteprodukt aus dem letzten Erntejahr. Wird hier vor Ort an regionale Handelspartner vermarktet. Dort wird das dann zu Speiseöl weiterverarbeitet und einen Teil verkaufen wir hier ab Hof. Dieses Speiseöl ist, wie könnte es anders sein, gerade ausverkauft. Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, dass Erntemengen irgendwo begrenzt sind und Nachfrage wächst in den letzten Jahren, ist ganz normal. Aber ja, dass das dann doch so schnell geht, dass die Preise so rabiat nach oben gehen und die Verfügbarkeit. Jetzt werden neue Sonnenblumen in Hohenstein gesät. Doch die Produktion ist begrenzt. Die Kapazitäten müssen auch entsprechend passen und alle Ölmühlen sind in letzter Zeit dadurch extrem ausgebucht. Außerdem ist der Anbau verschiedener Pflanzen wichtig für die Artenvielfalt. Und wer weiß, wie der Sonnenblumenölpreis im nächsten Jahr wirklich steht.